Toll. Ja, das war auch scheiße. Na komm. Oh, die haben aber lebend, die Schildkröten, ey. Oh, ne, Seele. Sehr schön. Die Ringaltare der Vergangenheit befinden sich in Zui. Ja, das ist schön. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal hier nach rechts. Und hier ist was? Hier muss es doch was geben. Ja, eine Schildkröte und eine Echse. Toll. Ja, okay, die Stichattacke macht jetzt, auch wenn es nur 3 Schaden sind, am meisten Schaden. Oder ab und zu mal 4. Die 2. Und explodiert. Hier nach unten können wir nicht springen, oder? Nein. Und hier geht es auch nicht weiter. Okay, dann müssen wir jetzt nach oben. Da auch nicht mehr. Ja, ne, dann müssen wir nach oben jetzt. Gut, dann gehen wir halt nach oben. Und hier gibt es sehr dicke Kröten. Okay, aber die machen wir jetzt gleich. Erstmal hier nach oben. Und hier sind wieder die Echsenmenschen. Na, wenn die mal stehen bleiben könnten, dann könnte ich die leichter treffen. Ja, toll. Der Baum ist da jetzt im Weg. Und noch eine Seele. Du musst einen Ringaltar finden. Ja, langsam wissen wir es. Gut, was gibt's hier unten? Hier gibt's noch was. Oh, ja, eine Schildkröte. Toll. Oh, die halten doch viel zu viel aus. Ja, ich lasse mich gerne treffen. Darauf stehe ich. Ja. Vielleicht muss ich mich wieder heilen. Das ist jetzt schon mittlerweile die 3. Seele. Hm, mal gucken, wie viele wir befreien müssen. Und das war eine Sackgasse. Auch gut. Okay, dann wollen wir jetzt mal die Kröten platt machen. Gut, hier nochmal die Echsenmenschen. Und hier wieder ganz normalen Echsen. Wow, 72 Krit. Toll. Und dann wollen wir mal die Kröten machen. Vielleicht haben die auch eine Seele. Mal gucken. Und wieder eine Schildkröte. Toll. Oh, mal 6 Schaden. Toll. Als Crit. Toll. Ich sag ja, die haben eine verdammt hohe Verteidigung. Okay. Komm, 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 komm. Ja, jetzt spiel ich ja nicht Roulette. Ja, toll. Hoffentlich kriege ich gleich wieder ein Level up. Und da ist die Kröte. Donnerkröte muss niesen. Und dann spuckt die eine Giftgaswolke aus. Ja, an jedem der Ringaltare kontrollieren 4 Seelen das Wetter. Ah ja, gut. Also, ja, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, haben wir schon 4 befreit. Also müssen wir doch jetzt schon ein Altar schon haben. Ja, wir kriechen und wir klettern und... Wie sieht's aus? Das dürfte jetzt ein Altar sein. Genau, Altar Nummer 1. Was? Ich fühle eine riesige Kraft. Oh weia, was passiert jetzt? Okay. Das sah jetzt aus, als ob die Seelen geopfert wurden. Toll. Und es ist ganz still geworden. Und was passiert jetzt? Ja, es wächst wieder. Krass. Und Wasser. Toll. Na, jetzt sieht es doch schon ein bisschen besser aus. Sehr schön. Die Pflanzen sind auf dem kargen Boden zurückgekehrt. Ja, man sieht's. Diese Farbenpracht ist faszinierend. Menschen erfreuen sich daran und Tiere leben davon. Tiere.
Natürlich! Die Tiere können nicht zurück. Weil es nicht genügend Gras gibt. Wenn mehr Pflanzen wachsen, kehren auch die Tiere zurück. Die Möwe sagte, ich solle hier das Nashorn Lonzo, die Schildkröte namens Kamensky und Leon, den Löwen und König aller Tiere, treffen. Ja. Mal gucken, ob wir die auch noch treffen werden. Ja, und jetzt können wir schwimmen. Oh, da ist eine Truhe. Was ist drin? Wir sind neugierig. Oh, ein Abwehrelixier. Oh, sehr gut. Ja, dann heile ich mich auch mal direkt. Das Piepgeräusch nervt ja schon ein bisschen. Und mehr Abwehr. Lass mich rein um eins. Genau. Okay, ist ja nicht schlimm. Hauptsache, ein Punkt mehr Verteidigung. Und sonst gibt es hier nichts mehr. Okay. Gut. Dann wollen wir wieder zurück. Und mal gucken, wie es jetzt aussieht. Oh, dunkle Wolken verdecken die Sonne. Hm, jetzt regnet es wieder. Okay. Dann wollen wir mal gucken. Okay, der geht schon down. Ah ja, der Baum ist jetzt weg. Sehr schön. Was gibt's denn hier? Achso, ein Level-Up gibt's hier. Sehr schön. Level 12 erreicht. KP steigt um 7. Stärke um 2. Abwehr um 3. Hallo. Und Glück um 1. Wow. Und hier gibt's... Also, nur zwei Truhen. Okay. Eine Wunderknolle. Und... Oh. Eine Dornenlanze. Bitte, sei stärker. Weil dann machen wir auch ein bisschen mehr Damage. Naja, um einen Punkt Stärke. Okay, naja. Dorniger als ein Nistelstrauch. Ah, ne, dies... Ne, stand da jetzt Diesel oder... Ah, ne, Distelstrauch. Ups, Entschuldigung. Oh, grün. Wir haben jetzt einen grünen Speer. Geil. Mal gucken, wie viel Schaden wir jetzt verursachen. Geht's jetzt hier weiter nach rechts? Ja. Okay. Und die Sonne kommt wieder. Wow, 53. Hallo. Und eine Truhe mit Gegengift. Aber wie ich gesehen habe, wir müssen jetzt wieder den Granitspeer ausrüsten wegen den Steinen hier. Toll. Aber das geht ja ganz schnell. Ausrüsten, Steine kaputt machen und wieder Waffe wechseln. Ja, danke. Und wie viel Schaden... Ja, jetzt machen wir zumindest ein bisschen mehr Schaden. Muck nicht auf, Schildkröte. Ah ja. Und wieder eine weitere Seele. Also gibt es jetzt einen zweiten Altar. Du musst einen Regenaltar finden. Ja, wir wissen's. Aber trotzdem für den... Oh, danke, danke, danke. Erstmal hier nach oben. Boah, gibt es hier Schildkröten? Hallo. Ah, die bewachende Truhe. Okay. Boah, vorsichtig. Ja, das war doof. Ja, du musst einen Regenaltar finden. Ich weiß, ich weiß. Komm, explodier bitte. Danke. Oh Gott, eine kleine süße Heilknolle haben wir gefunden. Okay, dann machen wir mal die Schildkröten platt. Na okay, jetzt gehen die doch viel schneller down. Ja, und wenn ich so weitermache, ich auch. Okay. Gibt's hier irgendwas? Nein. Natürlich nicht. Aber hier unten muss es doch irgendwie was geben. Erstmal hier nach links. Sackgasse, toll. Ich mach das ja heute hervorragend. Toll. Nanu, diese Felswand sieht aber sonderbar aus. Sie wirkt so dünn, als ob sie ein starkes Tier einrennen könnte. Ja, und das ist folgendermaßen gemeint. Ein Moment. Erstmal die Seele hier befreien. Und dann einmal anstupsen lassen von der Donnerkröte. Ja, danke.
Hast du sehr gut gemacht, Kröte. Und weiter geht's. So. Ich glaube, jetzt haben wir 3 Seelen schon befreit. Kann das sein? Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Erstmal hier weiter nach links. Vielleicht gibt es hier was. Ah ja, noch eine Seele. Sehr schön. Mal gucken. Vielleicht haben wir auch jetzt schon alle. Und das sieht danach aus, als ob... Ja, ein zweiter Altar. Okay. Und die Seelen werden wieder geopfert. Ja. Adios, amigos. Und haben wir wieder Gras und Wasser erzeugt? Sag ja. Und? Ja, sehr gut. Und jetzt gibt's hier natürlich auch wieder Wasser. Und wieder Schildkröten. Toll. Aua. Okay. Dann wollen wir mal wieder eine Runde schwimmen. Sport tut ja gut. So. Ah ja, und jetzt können wir, glaube ich, meines Wissens auch die Holzstämme verschieben. Aber hier geht es ja auch natürlich noch weiter. Also gehe ich erstmal hier lang. Wow, Crit, 22, sehr gut. Ja, Echse, mach dich hier nicht so breit, ey. Noch eine Seele, also gibt es einen dritten Altar. Hallo, wie viele Altäre gibt es denn hier noch? 27, yo. Bei der Schildkröte. Okay, dann gehen wir erstmal hier nach rechts. Dann nach unten. Oh, da ist schon der Altar. Aber wir brauchen ja 4 Seelen. Und wir haben nur eine jetzt geholt. Also müssen wir noch 3 holen. Okay. Ja, da unten gibt es nichts mehr, ne? Ne. Okay, dann wollen wir mal wieder zurück. Lalala. Ja, wir können sehr gut schwimmen. Na komm. Okay, dann schwimmen wir mal hier nach oben. Ja. Ja, okay, dann machen wir hier erstmal die Brücke.